Da gibt es ja eine einmalige Instanz von. Dann machen wir hier einen Chunk Disk Persistence und du nimmst einen Chunk Serializer entgegen. Serializer. Serializer. Den speichern wir mal privat weg. iChunk Serializer. Serializer. Ist Serializer. Ist Serializer. So, und ab dann kann unser lokaler Serializer Serialize Stream Chunk. Yep, passt. So, und die Serializing funktioniert ganz genauso. Fast ganz genauso. Ah, wir hätten hier die Instanz einfach mitgeben können, ne? Also, dass wir einen Chunk schon vorgenerieren und den dann füllen drinnen. Ah, hier gehen Leute schlafen. Gute Nacht an alle, die sich ins Bett unterwegs begeben. Ich möchte es auch nur zum Kompilieren bringen. Dann bin ich eigentlich auch schon praktisch fertig. Sagte er. Serializer. Deserialize. Tja. Stream. Position. Mist. Dann bauen wir das mal ganz kurz noch. Nee. Da habe ich doch bestimmt, ja. Planet Index. Return. Den brauchen wir nicht mehr. So. Rebuild. Die Runtime kompiliert, Freunde. Die Runtime. Ja, laufen wäre schon was. Ich gebe mir ja Mühe. So, aber der Client explodiert uns jetzt mit 33 Fehlern. Das geht sogar noch. Das geht sogar noch. Was haben wir denn da so für Probleme? Das scheinen ja alles so kleine Sachen zu sein. Genau, wo wir einfach mit dem die Abfrage ein bisschen anders funktioniert. Das gucken wir uns als allererstes an, weil es scheint mir super simpel zu sein. Das ist hier der ganze Kram. Das Type Mapping. Das Type Mapping brauchen wir gar nicht mehr, wenn ich das hier richtig sehe. Das Type Mapping ist eigentlich nur dazu da. Viel besser noch. Wow, ich glaube, wir sparen uns hier enorm viel Zeug. Das Ding sollte mappen von Type auf Int. Was machen wir denn da? Definition Block. Also wir gehen die ganzen Definitions durch. Das sparen wir uns doch komplett. Definition Mapping von Block. Ich glaube, das können wir uns komplett sparen. Aber der Texture, das ist natürlich noch ein Ding. Type Mapping, Definition Mapping, Definition Index, Texture Count. Okay, das ist. Ich bin unschlüssig, was das braucht. Okay, fangen wir mal hier an. So. Wenn Block 0 ist, dann 0. Super. Ich glaube, ich habe öfter mal einen Fehler gemacht, nämlich beim Abfragen der Definition auf Basis des Keys. Oha, das könnte interessant werden. Ganz kurz einen Blick in den Type Block Definition Manager an der Stelle, wo ich das Ding hier verwende. Ich glaube, da stecke ich hin und wieder mal eine 0 rein. Da gebe ich nämlich immer genau. Da kommt nämlich hin und wieder mal die 0 rein. Und das ist natürlich dämlich, weil das sollten wir hier. Type. Okay, da kann natürlich die 0 reinkommen. Und da müssen wir natürlich dann auch effektiv ein minus 1 machen. Also if type 0, dann kommt hier ein return null. Weil das ist der Luftblock. Und in allen anderen Fällen muss ich eigentlich type minus 1 machen. Ansonsten. Nachdem ich die Maske angewendet habe. So. Ansonsten haben wir nämlich das Problem, dass wir hin und wieder mal 0 rauskriegen. Also, ja, ihr wisst schon. Weil die Liste ja 0 basiert ist. Das sollten wir vielleicht nicht machen.
Markus ist auch raus. Mann, Mann, Mann. Ihr brecht ja ganz schön früh ab. 10 Uhr ist doch keine Uhrzeit. Ich wünsche eine gute Nacht. Okay, also nur das hier. Das. Wenn das mal läuft gleich. Wenn das mal läuft. Never ever. Also ich glaube immer noch dran, dass wir die hier nicht brauchen. Aber wir können mal gucken, wo das zum Einsatz kommt. Na, fangen wir mal an. Okay, also der Block, der wird hier rausgeholt. Wenn das Luftblock ist, ignore. Wenn der Block-Type nicht existiert, ignore. Das kann man aber tatsächlich anders machen. Das machen wir nämlich über den Block Definition Manager. Get for type Block. Das machen wir aber dann nach draußen. iBlockDefinition und das ist dann eine BlockDefinition. Die holen wir uns so und wenn die null ist, dann weiter. Dann ignorieren wir diesen Block. So, TextureIndex, okay, das ist jetzt interessant. Ich glaube, dafür brauchen wir diese. Nee, auch nicht. BlockDefinition, Definition, Block, bla, das brauchen wir nicht. Ich glaube, wir sparen uns die beiden. Ich bin mal so frei. Die brauchen wir, glaube ich, nicht. Definition Index. Verstehe ich eigentlich auch nicht so genau, was das soll. Texture Count. Was mache ich denn damit? Wofür ist das denn bitte da? Das verwende ich nirgends. Oder habe ich gerade was übersehen? Wo sind wir denn jetzt? Wo genau kommt das bitte zur Anwendung? Nirgends. Ja, schön. Okay. Ich nehme das mal raus, wa? Und. Ne? Machen wir das mal so. Type Mapping. Wobei das mit der Texture, mit dem Texture Index schon ein Thema ist, ne? Weil irgendwoher muss ich ja wissen, diese Textures, die werden ja irgendwann zusammengebastelt. Wann auch immer ich das tue. Ein bisschen irritiert. Die Texture Coordinates, wo kommen die denn her? Was mache ich denn hier eigentlich? Ist der Wahnsinn? Weiß noch irgendjemand, was wir damit machen wollten? Ich habe irgendwie Angst, dass ich gerade wichtige Dinge gelöscht habe. Ja, ich glaube auch. Der Punkt ist nur, wir haben es nirgends verwendet. Das ist das Ding. Das ist nur ein Int. Also im Endeffekt habe ich am Ende eine Zahl, die mir sagt, wie viele Texturen es insgesamt gibt. Und ich sehe keine. Wir verwenden es nirgends. Und das da war auch nur. Diese Texture. Ich weiß echt nicht mehr genau. Ich lasse es mal da, aber ich sehe trotzdem keine Verwendung dafür. Wahrscheinlich benutzen wir es. Benutzen wir echt nirgends. Also geht speziell diese Texturgeschichten. Das. Dennoch müssen wir ja irgendwoher wissen, welche Textur auf welchen Block muss. Ich bin jetzt echt gerade nicht sicher, wo wir diese Informationen her haben, weil die.
wenn ich das hier richtig sehe, das da ist die Texturkoordinate. Diese Points sind dann der Punkt. Und die Points setze ich hier zusammen. Texture Offset, der kommt. Was mache ich da? Krass. Der Texture Offset, wo kommt der denn her? Definition. Get Top Texture Index. Texture Index, wo kommt der wiederum her? Der kommt von da oben. Der sich aus dem Type Mapping ergibt. Type Mapping. Mir ist ein Rätsel, warum das vorher funktioniert hat. Ich hab's gesehen. Alles klar. Also Type Mapping. Type Mapping ist eigentlich ein Texture Mapping. Das ist interessant. Ich verstehe jetzt. Okay, ich verstehe jetzt. Dann war das doch nicht für die Katz. Type Mapping ist ein scheiß Name dafür. Ich nenne das mal Texture Offset. Was nochmal? Cheater? Ich? Was? Okay, ihr geht noch nicht schlafen. Okay, das beruhigt mich. Ihr bleibt tapfer dabei. Das beruhigt mich wirklich. Doch, doch, sehr schön. Leute dabei zu haben, die auch so ein bisschen einen Blick darauf haben, was ich hier mache. Okay, der Definition Index. Deswegen war ich so irritiert. Gut, allerdings. Ein for each über die Definitions, das können wir nämlich mal so machen. Das brauchen wir nämlich nicht hier drin. Und da wir die durchenumerieren, stimmen die Offsets für die Texturen auch immer. Das ist gut. Allerdings machen wir das anders. Das machen wir so. iBlock Definition. Dann brauchen wir nicht mit diesem Type rumhantieren, das nervt mich nämlich. Das Definition Mapping weiß ich immer noch nicht genau, wofür das da ist. Type zu. Okay, das war zu Zeiten, wo wir noch mit Types gearbeitet haben. Das würde ich mal kurz rausnehmen. Oh, Hefele hat jetzt hellblau als Farbe. So schlecht lesen. Dann kicke ich das hier raus, weil ich glaube, das brauchen wir tatsächlich nicht. So, jetzt sieht die Sache schon ein bisschen anders aus. Ja, sehr gut. Okay, alles klar. So, jetzt bin ich wieder im Bilde. Der Texture Offset. Der Texture Offset, beziehungsweise der Texture Index, ergibt sich aus der Block Definition. So, dann wissen wir schon. Texture Offset, was ist jetzt? Texture Offset kann nicht benutzt werden, bevor es nicht deklariert wurde. Freunde, das habe ich doch hier gemacht. Texture Offset. Oh oh, ist das doppelt belegt am Ende? Habe ich das gerade? Scheiße. Machen wir das so. Texture Offsets. So ist besser. Definition Mapping brauchen wir nicht, weil Block Definition haben wir gerade da oben geholt. Das brauchen wir also nicht mehr. Textur berechnen, das läuft wie gehabt. Top-Block, jetzt wird's spannend. Erstmal holen wir uns den Block selber, das ist ein U-Short wieder. Dann funktioniert das nämlich auch wieder. Top-Block muss ungleich null sein. So, dann brauchen wir das Top-Block-Definition. Ach Gott. iBlock Definition. Oh Gott, das ist alles so ein bisschen. Top Block Definition. Das läuft über den Definition Manager. Block Definition Manager. Get by type Top Block. So,
Und dann können wir im Prinzip ja auch gleich null. Puh, get is bottom top block definition Punkt is bottom. Und jetzt kommen diese ganzen Parameter. Die Parameter werden ja hier ganz anders gesetzt, ne? Wir brauchen ja hier den Manager. Wir brauchen hier. Haben wir den Manager hier? Ja, immerhin. Der Top-Block. Ist ja das da. Oh je. Oh je. So, läuft, läuft, läuft. Da können wir uns fast eine Klammer sparen. Top Block Get Type wollen wir nicht haben. Ach so, das ist die Prüfung, ob Block gleich. Ja, das ist auch cool. Das können wir direkt so vergleichen. Block. Klammer weniger. Fett. Das war's auch schon, Freunde. Das war's auch schon. Oh je. Und das jetzt mit allen anderen Blocks auch noch. Okay. Julian geht auch. Was ist denn da los? Ich kann das natürlich, aber ich will nicht. Es ist eine Scheißarbeit. Okay, aber gleichzeitig gucke ich jetzt auch noch mal, was denn da los ist. Get top bla index. Ja, scheiße. Das müssen wir doch irgendwie anders kriegen. Das ist echt scheiße. Das muss einfacher gehen. Ich will das nicht ständig eingeben. Aber ich fürchte. Na gut. Definition wäre top block, nee, gar nicht wahr, block definition get top bla 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 bla, das muss da rein, sehr gut, block definition, ich fange mal damit an, das scheint mir simpel zu sein, ach so, aber das ist nicht plus 1, sondern das ist das hier. Mal gespannt, ob das auch nur ansatzweise funktioniert nachher. Hier können wir uns einen Intcast sparen, das ist ja der Hammer. Minus Definition. Block Definition. Okay, ich mache jetzt hier mal Massen-Copy-Paste bei den Sachen, von denen ich genau weiß, dass es schnell geht. Läuft. So. So. Er geht doch ratzifatzi. Das nachher noch läuft. So, aus dem hier wird Block Definition. Das können wir, glaube ich, ein bisschen flotter ersetzen. Da noch, da noch. Machen wir das hier auch gleich. Das hier. Da nochmal. Ja, der Code ist. Ja, das Problem ist, das sind die vier Seiten des Würfels. Und der Code ist grundsätzlich relativ ähnlich. Nur hast du hier. Da ergeben sich die Unterschiede. Das ist das Problem. Aber das ist das, was wir auch. Hier steht auf unserer Liste. Das ist das, was wir mit dem Block-Renderer in den Griff kriegen wollen. Also, das wird hier früher oder später ein bisschen optimiert. Da ist noch eine Definition, Definition, Definition. Lalala. So kriege ich natürlich die Menge an Fehlern ja auch noch raus. Ist gut. Ist gut, ist gut. Nachher sind es nur noch ein paar. Und die kriegen wir schnell.
Da noch mal ein bisschen. Da ist noch einer da und schon sind es nur noch. What? Ach so, der Client war es ja. Da 12 Fehler sind es nur noch. 12. Oh, Spitzfindigkeiten. 6 Seiten natürlich, 6 Seiten. Was mich irritiert hat, waren die 4 Ecken. Warum? Darum 4. Konzentriere mich halt hier gerade auf die Arbeit und lass mich nicht ablenken. Deshalb passiert sowas. So, dann kopieren wir uns das mal hier oben auch nochmal. Ich copy-paste das mal in der Hoffnung, dass wir das dann schneller zusammenkriegen. Das ist ein U-Short. Ah, das ging schnell. Sehr gut. Aber das können wir dann auch, glaube ich, auch ein bisschen optimieren. Dann lasse ich das mal nur hier stehen. Das bleibt ja dann rot. Hoffe ich. Dann können wir das gleich ein bisschen schneller finden. U-Short. U-Short. Macht ihr euch lustig, dass ich das alles händisch. Ja, nun. Ihr wolltet eine Cleanup-Folge? Ihr kriegt eine Cleanup-Folge. Die wahrscheinlich nach meiner Arbeit hier umso notwendiger sein wird. Sehr schön. Und jetzt müssen wir ein paar Fehler weniger haben wieder. 12, sag ich doch. Keinen einzigen weniger. Bottom Block Definition. Bottom Block. South. Yo. South Block Definition. South. Es werden weniger und weniger. North. North. Bald haben wir es. West. West. East. East. So, jetzt haben wir nur noch 8 Fehler. 7 Fehler. 7? Das macht mir jetzt ein bisschen Sorge, weil eigentlich. Naja. So, was haben wir hier gemacht? Das mussten wir auf 0 prüfen. Dann die Block Definition mit dem Rotz hier. Gut. Das klingt simpel. 0. Ach, fuck. Okay, das kann. Bottom Definition. Mit diesem Index da. Okay, das ist alles hier so. Furchtbare Handarbeit, ganz schlimm. Und auch hier wieder die Prüfung auf die beiden hier. Check, das passt dann also auch. Und eine Klammer weniger. Ich habe ein bisschen Sorge, dass die Sachen hier geklammert waren. Nicht, dass ich hier ja wild irgendwelche Klammern wegrationalisiere, die dann aber nachher wichtige Details sind. So, dann hier nochmal. Hier sind wir dann in South. Block. Ach, leck mich doch. Block Definition ist North Solid Wall. Und zwar bei diesem Index hier. Ihr seid ja tapfer dabei, da bin ich froh. Ja, ich glaube auch, dass die eigentlichen Fehler erst auftauchen, wenn das Ding tatsächlich mal kompiliert. Weil wir werden wahrscheinlich ganz viele Logikfehler drin haben, die der Compiler nicht findet. Die Sorge habe ich leider auch. North Block.
Aber wir haben ja noch zwei Stück und dann sollte das Ding jetzt hier auch vom Tisch sein. Dann können wir alle schlafen gehen, weil dann alles einwandfrei funktionieren wird. Was ist der Punkt, wo wir sagen, damit sind wir zufrieden? Matthias, da war jetzt eigentlich nicht viel zum Beantworten drinnen. Prinzip einfach nur ein Danke, danke, danke für deine Zusammenfassung und wie ich halt die nächsten Schritte plane mit dem Shader, sodass dass wir dich nochmal irgendwie sinnvoll mit reinnehmen können, ab welchem Zeitpunkt. Ja. Was? Ich habe Fragen? Habe ich wirklich Fragen? Ich dachte nicht. West Block Definition. So, jetzt will ich aber nicht mehr. Ich muss doch jetzt mal zu Ende sein. Irgendwann. Manager. Das hier. So. So. So, jetzt aber der letzte Endspurt. East Block Definition. Was für ein Krampf hier. Das muss doch irgendwie effizienter gehen. Huhuhu. Wenn schon, denn schon. Da haben wir ihn schon raus. So. Zwei Fehler. Ein Intersect noch. Okay. Ah, da ist eh noch einiges bockig hier, wenn ich das hier richtig sehe. Da muss ein U-Short hin, natürlich. Der wiederum null ist und nicht null. So, dann brauchen wir die Definition. Was ist da? Get Block. Was ist denn? Die Scene-Komponente hat auch noch einen Get-Block. Das brauchen wir nicht mehr. Das kann weg. Das machen wir direkt mit dem Manager, der einen Get-Block hat, der das Richtige zurückgibt. So. Gut. Und wenn das hier durchläuft, dann können wir eine Block-Definition holen. Block-Definition. Block-Definition, die sich aus dem Block-Definition-Manager get-bla-type Block ergibt. Und da können wir dann ratzi-fatzi Block defin. Ach, gar nicht wahr. Da holen wir. Die brauchen wir die Block Definition gar nicht, sehe ich gerade. Block.intersect. Wir brauchen hier ja nur die Collision Box. Ah, doch. Block Definition.get Collision Boxes. Ach, und da brauche ich den Manager wieder. Oh, leck mich doch am. Ah, POS. POS X, POS. Y, POS, Z. So, Freunde, die Scheiße, die kompiliert jetzt. Wollen wir hier Feierabend machen einfach, oder? Sollen wir wirklich noch starten? Oh Gott. Rebuild all. Rebuild it. Spaßeshalber, sagt er. Spaßeshalber. Was für ein Spaß. Ich weiß ja natürlich, dass es nicht kommt. Das läuft ja natürlich nicht. Okay, Freunde. Ich check erstmal ein, wa? Sinken wir das nochmal gemütlich. So, doch, ich habe natürlich auch Spaß. Hallo. So, dann werde ich nochmal ganz kurz dafür sorgen, dass die Octo-Maps, die bisher persistiert waren, gelöscht sind, damit da kein Stress passiert. Also, ich hau jetzt auf die F5-Taste. Okay, man muss im anderen Fenster sein. So, ich drücke einfach mal. Seht ihr, was ich sehe? Habt ihr gesehen, wie schnell das aufbaut? Es läuft alles einwandfrei.
Einfach auf den Spendenknopf drücken. Naja, gut, also einwandfrei stimmt nicht ganz. Hier werden Chunks nicht richtig geladen. Aber habt ihr gesehen, wie schnell das lädt? Habt ihr das gesehen? Ich mach nochmal zu. Seht ihr, wie scheiße schnell das lädt? Das ist schon geil. Also mal abgesehen von den Löchern jetzt hier, von denen ich wahrscheinlich ziemlich genau weiß, warum das passiert. Das hatten wir ja im Stream mit Paul schon. Weil die Chunk-Renderer zum Beispiel, wenn sie Null zurückkriegen, der Meinung sind, dass da kein Chunk ist. Und das ist Quatsch. Also da wird noch. Die sind nämlich da, die werden nur nicht gerendert. Also ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Aber das da sieht ziemlich richtig aus, alles. Ja, meine Fresse, ist das cool. Und schnell ist es. Und jetzt mal ganz kurz nochmal in den Task Manager gucken, was es an Speicher verbraucht. Und, ja, okay. Naja, gut, okay. Das ist jetzt nicht so viel weniger. Muss man natürlich immer einen Profiler drüber jagen lassen, um zu gucken, was der so sagt, aber. So, alles in allem. Ist es schon schneller.